Nein, aber Auto ist, sag ich mal, aber unser größtes Streitthema. Weißt du, der sitzt dann in das Auto und dann sagt er immer, ich fahr hin und du zurück. Da fahren wir dann an den Geburtstag, immer der gleiche Spruch. Ich sag halt, und wenn ich denn mal trinken will? Ja, sagt er, da holen wir das Geschenk ja gar nicht raus. Nein, und dann sitzt er da drin, da fährt der über die Autobahn und der freut sich über einen Stau auf der Gegenfahrbahn. Weißt du, da fährst du an dem Stau vorbei, da sagt er, boah, guck mal, boah, was ist der Stau lang, boah. Dann denke ich, mein Gott, ist doch furchtbar, so ein langer Stau. Nee. Und wenn du dann an dem Ende vorbeifährst, dann sagt er immer, boah, wenn wir da jetzt drin stehen, dann kämen wir zu spät zu dem Geburtstag. Hä? Ich sag, hä? Ich sag, Ralf, wenn wir da an dem Ende drin stehen, da fahren wir nach Hause, da ist es halt egal, wann wir ankommen. Ja, für eine Frau wäre da die Diskussion zu Ende, für da fängt bei dem Mann erst an. Sagt er, boah, das meine ich doch gar nicht. Ich sag, was denn? Ich meine doch, wenn wir jetzt in dem Stau ständen und da wäre das Ende, wo das jetzt ist und davor wäre so viele Autos, wie da jetzt sind und das wäre das Ende, aber das wäre nicht das Ende auf der Seite, wo das jetzt ist, sondern auf der Seite, wo wir sind, wo wir hin müssen, dann kämen wir zu spät. Ja, sage ich immer nur, Ja, den brauchst du nicht, gib ein Wort andere, hast du wieder Palaver. Weißt du, wie oft wir das haben, da sitzen wir nebeneinander im Auto und da sagen wir kein Wort. Bin ich beleidigt, da sitze ich manchmal so, gucke ich aus dem Beifahrerfenster und da sage ich kein Wort. Nee, da sitze ich da, guck raus, ich sage kein Wort. Und glaubt mir, da fällt mir schwerer als dem. Nein, und das hatten wir letztens auch. Wir saßen da wieder an Anschweigen. Ich denke, du sagst nichts. Da fahren wir an einem Bauernhof vorbei. Da saßen, wie sich zwei so Schweine im Dreck an Sohlen waren. Da tippt der mich an und sagt, guck mal da, Verwandtschaft. Habe ich gesagt, ja Schatz, Schwiegereltern. Nein, im Grunde ist das Auto schön. Da erzähle ich immer viel mit Ralf. Also da erzähle ich dem wirklich alles, was so jetzt passiert ist in der Woche. Erzähle ich dem im Auto, weil ich kann ja nicht weg. Das ist, ja. Da sage ich dann so auch, hast du gehört, die Brigitte hat sich auch von dem Peter getrennt, aber die hatten ja schon lange da Palaver, die hat ja mit dem Matthias den Knies gehabt. Und da hat sie, und das erzähle ich dem dann. Und dann sitzt er in seinem Lenken, guckt immer geradeaus und sagt immer, ja, also, Dann denkst du zwischendurch, hört der dir überhaupt zu? Da bin ich mir nie sicher, hört er dir überhaupt zu? Und während ich erzähle, sagt er plötzlich, hast du gesehen, Sprit 1,11. Ich sage, ich spreche mit dir, ja 1,11, Hammer, oder? Du kannst zu einem Mann ins Auto steigen, du fährst bis Berchtesgaden, du steigst in Berchtesgaden aus, da sagst du, guck mal, was ist das schön hier, die Berge hier, mein Gott, was ist das schön hier, schön hier, hast du gesehen, Sprit 1,17. Männer wissen immer, was der Sprit kostet, immer. Ob die Karre randvoll ist, die gucken auf den Sprit. Letztens sagt er auch, was hast du denn bezahlt beim Tanken? Ich sag 20 Euro. Das ist, ich guck da nicht drauf. Ich tank sowieso nicht gerne. Nein, als Frau, weißt du, wenn ich auf so eine Tankstelle fahre, habe ich nur einen Gedanken im Kopf. Auf welcher Seite war nun mal die Klappe? Ja, da muss ich überlegen. Dann denke ich, wo war die da? Da fährst du auf die Tankstelle. Und dann hast du dann auch oft, dann hast du deine Zapfsäule gefunden, machst aus das Auto und in dem Moment, wo du das ausmachst, da kommt die Säule einen Meter rüber. Also, ja, oder das kommt dir so vor, also zumindest so, du kriegst die Tür nicht auf. Also, ja, da muss ich letztens auch, ich das Auto an, muss ein Stück vorziehen, da sitzt Ralf neben mir und sagt, was machst du? Ich sag, ich fahr einen Meter vor. Boah, ich sag, was? Das geht auf einen Anlasser, der ist teuer. Ja, ich sag, meinst du, das ist jetzt billiger, wenn ich die Tür 30 Mal vor die Säule hau? Boah, da krieg ich zu viel. Weißt du, da steigst du aus, Klappe auf, Rüssel raus, Rüssel rein. Und vorne an der Rüssel, da ist so ein Nüppchen. Da kannst du festmachen. Und da läuft der Sprit allein in das Auto. Kannst in der Zeit eben schnell zwei WhatsApp schreiben, eben eine rauchen. Ideal. Und da, ja, ne? Und irgendwann, du stehst da macht das Nüppchen klack. Das Nüppchen macht klack, klack, ist fertig, Rüssel raus, rein, dann gehst du rein, bezahlen, sagst du, hallo, ich hatte die Säulenummer, der blaue da. Ich will sie mir immer merken, die Nummer, aber ich schaff das nicht. Ich vergesse das immer.
Das wird einem Mann nie passieren. Ein Mann, der weiß, welchen Sprit der braucht, an welcher Säule der den kriegt, auf welcher Seite die Klappe ist und der weiß auch noch die Nummer. Das behält ein Mann alles. Gut, die vergessen Hochzeitstage, aber das wissen die. Männer tanken ja auch anders. Also im Grunde, also Männer steigen auch aus, Klappe auf, Rüssel raus, Rüssel da rein. Die machen auch das Nüppchen fest. Aber dann stehen Männer da und gucken. Also die stehen da einfach und gucken. Die gucken praktisch, wie der Sprit aus der Säule durch den Schlauch in das Auto fließt, auch wenn der Schlauch nicht durchsichtig ist. Die können da stehen und gucken. Und plötzlich macht bei Männern ja auch das Nüppchen Klack. Klack heißt ja fertig. Nicht bei Männern, nein, nicht bei Männern. Nein. Die gehen an diesen Tankrüssel, die haben dann den Tankrüssel, der Blick auf die Säule. Da bist du bei 48,12 und da geht das. Hey, Männer tanken immer nach. Ja, oder? Sag es. Komm, sag es. Du tankst auch auf glatte Summer. Was? Ist doch nicht peinlich. Das machen doch alle. Alle Männer tanken so. Was denn, du auch, ne? Das, Hammer, oder? Und das Schöne ist, wenn du die jetzt fragst, warum, die wissen es nicht. Da fragst du, warum macht ihr das denn? Da sind wir, ich hatte letztens einen Mann vor mir, ich sag, hast du getankt? Ja. Ich sag, glatte Summe? Ja, ja. Ich sag, immer glatte Summe? Ja, ja. Ich sag, warum? Ja. Ich sag, du musst doch wissen, warum du das tust. Hat er kurz überlegt, sagt er, also, jetzt weiß ich es. Ich bin immer da wirklich fies davon, das ganze, in die ganze Hosentasche, dieses Kleingeld. Sagt er, du hast mit Karte bezahlt. Wirklich. Ich hatte letztens einen in der ersten Reihe, der rief auch sofort, sagt er, ich tanke immer auf glatte Summe. Sagt er, ja, das sind für mich Glücksgefühle. Sagt er, musst du ein scheiß Leben haben, ehrlich, ey. Wirklich. Ich warte immer darauf, dass einer tankt 50 Euro auf den Kopf zieht, raus und setzt Strike. Ne? Da warte ich drauf. Aber ja, das geht, geht ja rein technisch gar nicht. Weil Männer, sag mal, die tanken auf glatte Summe, ziehen ein Stückchen zurück und dann schütteln die ab. Ich guck jetzt nicht rüber. Nein, nein, nein. Nein, ich guck, nein, aber es ist so. Männer schütteln ab. Und auch da wissen sie wieder nicht, warum. Das ist, ja, das Schöne ist, wenn ihr nächstes Mal tanken geht, ihr denkt an mich. Das ist hundertprozentig. Das ist so klasse. Hey, aber ist der Hammer. Auch da wissen viele nicht, warum. Ich meine, das kann sein, weil vielleicht noch so 15, 18 Tropfen sind vielleicht noch im Schlauch. Das kann sein, oder? Kann auch Gewohnheit sein. Ich weiß es nicht. Nein, aber es ist ja, ich sage immer, wenn wir zusammen Auto fahren, der Ralf und ich, das ist wirklich, also,